This is Houston. Raumschiff Klimbim, bitte melden. Over. Klimbim, come in, please. Gib mir mal die Eierpillen rüber, mein Kind. Verdammte Scheiße! Diese Weltraum-Eierpillen sind ja noch härter als die richtigen Eier zu Hause. Da pfeife ich doch auf die ganze Weltraumfahrerei. Ich will auch wieder nach Hause. Da hat uns dein Döskopf von Mann was Schönes eingebrockt, mit seiner Idee in den Raum vorzustoßen. Wo steckt denn überhaupt der olle Trottel? Der macht gerade seinen Weltraumspaziergang, wie jeden Morgen um diese Zeit, das weißt du doch. Oh, Josef! Nein, sowas. Immer wenn wir frühstücken, muss der aufs Klo. Das olle Ferkel. Kein Wunder, dass unten auf der Erde immer schlechtes Wetter ist. Ja, wie lange reicht mir bitte etwas Schinkenpaste à la Apollo? Nein, nicht den gekochten, den rohen. Vielen Dank. Wenn wir wenigstens mal Besuch bekämen, so wie damals die Amis von den Russen, dann gibt's vielleicht mal eine anständige Schlägerei, aber so ist das ja höllisch langweilig. Gabi Klimbim? Ui. Ja. Wiedersehen. Der WDR hat angerufen. Der WDR? Haben die denn auch Geld für so weite Gespräche? Was wollen die denn? Wir sollen sofort runterkommen. Es geht wieder weiter. Das Vaterland ruft. Ich bin dabei. Es geht weiter. Es geht weiter. Sack. Und wohin? Direkt der Mann auf die Venus. Das sieht dem Hurenburg wieder mal ähnlich. Und er hat die ganzen Pläne für die weiche Landung in der Tasche. Was hat er? Ja, aber dann kommen wir ja gar nicht mehr runter. Fair gelacht. Ich habe in 8 Armeen gedient und habe sie alle runterbekommen. Alles hört auf mein Kommando. Und der arme Papi, kommt er auch runter? Er fliege in Frieden. Das All ist sein Grab. Wer hat das schon? Ach, und ich habe überhaupt nichts Schwarzes dabei. Macht nichts, wir singen ihm eins zum Abschied. Goodbye, Papa, goodbye. Wir wünschen dir viel Glück. Vom All gibt's keine Wiederkehr. Du kommst nie mehr zurück. Wie kommen wir denn jetzt bloß runter ins Studio ohne weiche Landung? Dann landen wir eben hart. Aber dann geht doch der ganze WDR zum Teufel. Da gehört er auch hin. So, jetzt legen wir erstmal die Fallschirme an. Wie funktioniert das Ding denn überhaupt? Hier steht's doch auf der Gebrauchsanweisung. Nur bei 30 Grad waschen, nicht schleudern, nicht bügeln. So, jetzt weißt du's. Vielleicht lande ich im Bett eines Ölscheichs direkt neben seiner Pipeline. Dann verschleier dich aber lieber vorher. Nun springt schon. Los, Gabi, zeig mal, dass du ein richtiger Mann bist. Mein Kind, mein armes Kind, warte, ich komme mit dir. Wie heißt es so schön bei der Luftwaffe? Runterkommen Sie immer. Passt auf, dass ihr nicht in der Atmosphäre verglüht! Gabriele! Oh, oh, ist es nicht schön? Mensch, das ist ja ein Knaller! Opa, Mama! Opa, beeil dich! Opa! Fantastisch! Fantastisch! Wenn nur dieser verdammte scheiß Gegenwind nicht wäre! Hilfe! Wir kommen! Gut gegangen, was? Und kein Mensch hier zum Empfang. Der Mann kommt hoch, die Frau kommt nieder. Hurra, die Erde hat uns wieder. Wie kommen wir jetzt nach Köln ins Studio? Ganz einfach, in diesem Lande kann man im Moment nicht nach links und nicht nach rechts. Also gehen wir ab durch die Mitte. Werd bloß nicht politisch auf deine alten Tage. Niemals. Der Soldat gehört in die Schlacht und nicht ins Parlament. Alte Feldwebelweisheit. Achtung, Klimbim, noch 40 Sekunden bis zur Sendung. Ja. Noch 30 Sekunden. Das sind ja unsere Lieben, die Kameras, die Scheinwerfer und die Mikrofone. Ja.
Mann und Pferde und Wagen. Verdammte Scheiße, dann war es also doch kein Gerücht. Klimbim geht tatsächlich wieder los. Wer hätte das gedacht nach einem Jahr Pause? Und das verdanken wir alles unser Leben, Klimbim-Volk, in der ganzen Welt. Wer bloß nicht sentimental, du alte Heulboje. Denk lieber an die schweren Schlachten, die jetzt vor uns liegen. 6 Folgen von Klimbim. Dagegen war die Hölle von Waterloo der reinste Spaziergang. Also was ist? Geht es endlich los? Ach. Jawohl, auf in den Kampf. Wie damals in den Ardennen. Musik. Letztes Jahr, da machten wir schon Schluss und wir dachten schon, dass es enden muss. Doch für euch war es ein Hochgenuss, also geht es weiter mit dem Bim. Wir sind froh, dass es euch gut gefällt. Nochmal ziehen wir durch die ganze Welt. Kommt schon rein in unser Zirkuszelt zu der blühenden Sendung von Tim Bim. In der heutigen Sendung wird